Danke an alle, dass ihr so früh hierher gekommen seid. Ich hatte erst 2,5 Stunden Schlaf. Ich bin also total bereit, das zu machen. Designpattern sind sehr wichtig. Die Bewegung, für die Bewegung haben die Designpatterns viel verändert, haben viele Leute auf das hier alles aufmerksam gemacht. Man bedenke die ganzen Hackerspaces und die ganzen Konferenzen hier. Und ich habe viele Sachen zusammengefasst und das jetzt alles in den Kontext zu tun. Warum jetzt die ganzen Hackerspace Design Patterns so wichtig sind. Dazu habe ich jetzt eben einen neuen Set zusammengestellt, was die wichtigen Dinge sind. Ich muss jetzt an meine Notizen gucken, weil ich noch ein bisschen müde bin. Ich habe auf dieses Camp jetzt seit 4 Jahren gewartet. Es ist so erstaunlich. Ich habe jetzt so lange drüber nachgedacht, aber ich habe es erst letzte Nacht geschrieben. Hackerspaces in San Francisco. Und ich habe so viele Leute dabei getroffen, aber wenn man dann da sitzt und dann kommen so viele Leute zu einem, da ich war gar nicht darauf vorbereitet, weil ich natürlich meinen Bericht schreiben wollte. Und dann kam jemand von der Piratenpartei vorbei und fragte Sachen zum Thema Copyright. Und wir haben uns über sein letztes Jahr unterhalten. Dann kam jemand, mit dem wir uns über Encoding und Decoding von Nachrichten und von dem Batch und unterhalten haben, über ein Finanzierungsmaßnahmen für ein Projekt. Das sind nur ein paar von den Sachen, über die wir uns auf diese Dinge haben mich eben aufgehalten. Ja, und ja. Das ist eben unsere Community. Meine erste Hack-Konferenz war 2006. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Der Wendepunkt war für mich, dass nächste Jahr das Chaos Camp in 2007. Die Community kommt zusammen und erzeugt sowas hier. Das ist total faszinierend. In 2006 gab es eben ein paar amerikanische Kollegen, die zu diesem Camp kamen und die sich die Hackerspaces angeguckt haben. Wir wollten möglichst viel darüber lernen, über die Hackerspaces. Wir hatten nicht sehr viele Hackerspaces in Nordamerika, die wir uns angucken können. Wir haben also ein paar Hacker aus Deutschland eben getroffen und die haben sich bereit erklärt, eine Präsentation zu machen, auch von denen jeder lernen kann. Und diese Forschung zeigt eben, was gut funktionierte und was nicht gut funktionierte. Und es gab eben viele Informationen dazu vom CCC. Und auf dem 24. Kongress gab es dann einen Talk von Jens Ohlich mit dem Titel Hackerspace Design Patterns. Und nur wenige Monate nach diesem Talk hatten wir dann mehrere Hackerspaces in Nordamerika, unter anderem Noisebridge, das ich mitgegründet habe. Und nochmal ein Jahr danach hatten wir noch mehr Beispiele und die Deutschen und diese Design-Patterns haben dazu geführt, dass es dann nochmal ein paar hundert mehr gab im Jahr darauf. Diese Karte vom MetaLab, haben sich Leute auf MetaLab zusammengetan, um die Karte auf hackerspaces.org zu machen. Sie haben ein Wiki angelegt.
Und alle, die Makerspaces gründen wollen oder betreiben, helfen sich einander. Menschen können sich da eintragen, es ist ein Wiki. Und nach gar nicht so vielen Jahren haben wir mehr als 2000 Hackerspaces auf hackerspaces.org gelistet. Was ein direktes Ergebnis des originalen Hackerspace Design Patterns Dokuments ist. Erste Hackerkonferenz war die HOPE 2006 in New York. Mittlerweile helfe ich sie organisieren. Ich habe mich einfach in diese Konferenzen verliebt und vorher wusste ich noch gar nichts von Hackerspaces. Ich wusste auch nichts von Hackerkonferenzen. Keine Ahnung, was ich erwarten sollte. War nervös, sollte einen Talk geben und ich wusste nicht, was ich erwarten sollte mit dieser großen Gruppe von Leuten, die du nicht kennst, und dann gibst du einen Talk, stehst auf der Bühne und alle schauen dich an. Und dann war es ein Publikum von 2000 introvertierten Geeks und es war großartig und wunderbar, vor so einer Gruppe von Menschen zu stehen, im ersten Mal in meinem Leben. Und es geht hier um die Gemeinschaft, die sie gebildet haben, die wir bilden. Wir erschaffen hier eine wunderbare Gemeinschaft von Geeks. Deshalb ist eines der wichtigen Themen für mich auch. Wir alle brauchen Gemeinschaft in unserem Leben, deshalb sind wir hier. Als Spezies brauchen wir eine Gemeinschaft nicht mehr so sehr wie früher, um zu überleben, aber wir brauchen Gemeinschaft immer noch, um unserem Leben einen Sinn zu geben, um den Eindruck zu haben, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind. Und mit Hackerspaces, selbst mit all den ganzen coolen blinkenden Lichtern und den Werkzeugen und so, geht es um die Community, die Menschen zusammenbringt, statt alleine zu Hause zu sitzen und eine Tastatur zu hacken. Aber es zeigt sich auch, dass wir nicht unbedingt alle für Gemeinschaften gemacht sind, denn Communities sind harte Arbeit. Vielleicht war es schon immer harte Arbeit. Die Hackerspace Design Patterns sind eine großartige Sammlung von Mustern, die wir anschauen können und uns darüber nachdenken können, die wir nutzen können, um uns zu helfen, wenn wir Probleme mit dem Aufbau und dem Erhalt von Communities haben. Und obwohl sie jetzt mittlerweile 8 Jahre alt sind und es damals nur sehr wenige Hackerspaces gab, sind sie immer noch sehr relevant. Wenn ihr die nicht gelesen habt, dann lest sie bitte. Schaut einfach online nach Hackerspace Design Patterns. Sie sind ziemlich cool. Sie sind sehr wichtig und wenn ihr sie gelesen habt, lest sie nochmal. Ich habe mich eigentlich, ich war ein bisschen verwundert, als ich sie neulich nochmal gelesen habe, um diesen Talk vorzubereiten, wie relevant sie immer noch sind. Also, ich habe keine Zeit, jetzt über das ganze Originaldokument zu gehen, aber ich will euch ein paar davon nennen, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie Design Patterns funktionieren und einen Geschmack dafür bekommt. Das ist eins, das ich interessant finde. Wie fängt man an? Fängt man hiermit an oder damit? Baut man einfach irgendwas und hofft, dass Leute kommen? Haben wir ein cooles Projekt, das dann in eine Community reinwächst und dann findet man Räume? Die Empfehlung, und ich habe jetzt viele Hackerspaces gesehen, ich reise um die Welt und gebe Workshops und zeige Leuten, wie man lötet. Und das findet größtenteils in Hackerspaces statt. Und alle, die ich besucht habe, haben größtenteils damit angefangen, dass sie Infrastruktur zuerst gebaut haben. So dass Menschen sich treffen konnten und ihre Community dort vergrößern könnten. Das andere, was ich interessant fand, ist nach Grace Hopper benannt, einer der frühen Computerprogrammierer, hat sich im Zweiten Weltkrieg sehr verdient gemacht. Wann fängt man einen Hackerspace an? Es gibt immer Probleme, die man lösen muss, bevor man wirklich anfangen kann, bevor man irgendein Projekt anfangen kann, richtig? Ob man Kunst macht oder ob man programmiert oder Musik oder wie viel plant man vor, bevor man eigentlich anfängt? Und die Empfehlung von Hackerspace Design Patterns, die für sehr viele Hackerspaces in der Welt sehr gut funktioniert hat, ist just do it.
einfach anfangen, nicht warten. Wenn ihr versucht, erst alle Probleme zu lösen, bevor sie passieren, dann werdet ihr niemals anfangen. Das führte zu ein paar Dingen, die ich nicht nur auf Noisebridge, sondern in der ganzen Welt in Hackerspaces gesehen habe. Eines der Folgen der Ergebnisse hiervon ist, löst keine Probleme, die noch nicht passiert sind. Man diskutiert nur ewig darüber. Und was ich bei Noisebridge und anderen Hackerspaces gesehen habe, ist, wenn das passiert, sagt einfach irgendjemand, lass uns nicht über Probleme reden, die noch nicht passiert sind. Dann sagen wir ja, ah ja, stimmt, und machen weiter. Das andere Ding ist Duocracy, eine Tunokratie. Sprich, fragt nicht nach Erlaubnis, sondern tut einfach was. Grace Hopper ist bekannt für ein paar Aussprüche und eines davon ist, es ist besser, nachher um Vergebung zu fragen, als vorher um Erlaubnis. Aber natürlich geht trotzdem die erste Regel von Noisebridge und auch hier, be excellent to each other. Ein weiterer, der großartig ist, die Wichtigkeit von wöchentlichen Meetings. Da kommen Leute zusammen und diskutieren wichtige Sachen und treffen Entscheidungen und lösen Probleme. Die Patternfrage ist, welcher Tag sollte dafür genommen werden? Jeder Tag in der Woche ist schlecht. Wenn man eine Community hat, ein Hackerspace, dann ist man erstmal ziemlich beschäftigt und es ist einfach nicht möglich, einen Tag auszusuchen, der dafür passt. Darum sucht einfach einen aus. Und dann, wir hatten mal einen Hackerspace, da gab es 50 Leute, die man koordinieren musste. Einige mussten früher gehen, einige mussten zu chinesischen Sprachkursen und irgendwelchen Dingen. Irgendwelche Probleme gab es. Wir haben uns darum gekümmert, wie man den besten Tag findet. Einige Leute sagten, ja, das sei wichtig. Und dann andere sagten, Tag 1, 3 und 5 sei der beste. Oder ja, und kam dann dabei heraus, dass der beste Tag Dienstag ist. Warum die Schmerzen selbst erleiden, lernt man doch von anderen Fehlern. Dieser hier ist wirklich wichtig. Wenn du einen Raum hast und eine fröhliche und freundliche Community, dann kommen eine ganze Menge Leute, die nicht unbedingt zu der Community gehören. Dann kommen halt auch mal, was passiert, wenn Leute kommen, die zu von diesen Ressourcen profitieren, ohne jetzt irgendwie dazu beizutragen. Ja, was ist denn mit den Leuten? Okay, vielleicht sind sie helfen nicht unbedingt. Und das ist etwas, mit dem man sich mental eben auch viel auseinandersetzen muss. Was machen wir mit Leuten, die zum Beispiel, bei uns im Raum übernachten, was vielleicht nicht ideal ist. Aber anstatt jetzt zu sagen, was man tun sollte und was man nicht tun sollte, gibt es also einen einfachen Hinweis, eine Daumenregel. Egal was ich jetzt hier sage, für deinen Raum gilt erstmal als Daumenregel, macht es so, wie es für euch passt. Also das, was ich hier sage, ist nicht, das ist nur so ein Hilfsmittel. Ein Hackerspace zum Beispiel ist Happy Lab. So, Tempe war in einer relativ problematischen Gegend und deshalb haben natürlich nicht alle Patterns auf sie gepasst. Deshalb
es ist wichtig, sich die Patterns auszusuchen, die passen, und die wegzulassen, die nicht passen. Dann ein weiteres Pattern ist die Küche, das Essen. Wir brauchen offensichtlich Nahrung als Menschen, solange wir die Cyberrevolution noch nicht geschafft haben. Und deshalb ist eines der wichtigen Patterns hier, habt eine Küche. Aber zum Beispiel in Noisebridge und auch in anderen Hackerspaces ist es auf jeden Fall ein Anti-Pattern. Wir haben Ratten, die aus dem ersten Stock, wo wir einen Supermarkt hatten, in unsere Etage runtergekommen sind, weil es dort eine bessere Umgebung für sie war. Also, das andere Problem ist, dass viele Menschen in der Community dann sich dann in der Küche so eine klassische Küchenparty machen, miteinander reden und dann einfach nicht weitermachen und es schwer ist für andere da reinzukommen. Und am Ende sieht es dann so aus wie hier, und deshalb haben wir uns Ende letzten Jahres entschieden, unsere Küche zu schließen. But wait, there is more. Es gibt noch viel mehr Muster, die hier relevant sind, die sich viele, viele Themen drehen. Zum Beispiel Nachhaltigkeit, wo das Geld herkommt, wie man Konflikte löst und noch andere. Aber vielleicht habt ihr jetzt einen Eindruck bekommen, was für Arten von Mustern es gibt. Und vielleicht auch ein paar Ideen, wie man Probleme lösen kann. Jetzt, wo wir viel, viel mehr Hackerspaces in der Welt haben als vor 8 Jahren, können wir, glaube ich, zu diesen Mustern noch neue hinzufügen, damit die Leute, die jetzt noch weitere Hackerspaces eröffnen, davon lernen und profitieren können. Um mich jetzt hier auf den Vortrag vorzubereiten, ich habe eine ganze Menge Erfahrung damit, mit verschiedenen Hackerspaces zu besuchen, und habe so möglichst viele Erfahrungen von vielen Leuten zusammengesammelt. Und ich habe sie auf die hackerspaces.org E-Mail-Liste und bekam natürlich sehr viele und sehr gute Vorschläge. Einige sind sehr spezifisch für bestimmte Hackerspaces. Einige sind für eine bestimmte Untermenge von Hackerspaces relativ relevant. Es ist war halt wichtig, daraus viele Patterns heraus zu destillieren, die für alle Hackerspaces anwendbar sind. Ich glaube, das können wir, aber ich wollte auch ein paar herausarbeiten, die für städtische Hackerspaces nur relevant sind, für Städte im Niedergang zum Beispiel. Und am Ende hatte ich dann 81 Seiten von kleingedruckten vielen Ideen, und Leute schicken mir weiter solche Ideen. Ich will jetzt mal ein paar von diesen Ideen zusammenbringen, um ein paar Hackerspace Design Patterns zu erzeugen. Die Punkte sind umfassen einen ziemlich großen Bereich. Dann gibt es halt Themen wie, wie finanziert man das, was ist mit Leuten, die eigentlich nicht gut mit Communities umgehen können. Es gibt so viele einzelne Punkte, die wichtig sind. Ich kann jetzt nicht alle behandeln. Ich will jetzt mal ein paar zeigen, die wirklich sind und ein paar gute Ideen dabei sind. Einmal das Mentorenmuster. Leute, die eben wissen, worum es in einer Community geht und worum es nicht geht. Deswegen wurde vielleicht das Mentorenprogramm erzeugt. Das ist etwas, auf das wir nach Noisebridge kamen. Wegen dem Kultur-Immunsystem-Muster. Unsere Communities können wie auf eine gewisse Art wie Lebewesen betrachtet werden. Und wenn wir uns angucken, wie unser Körper mit eindringenden Objekten umgeht
und wie er auch Sachen anzieht, die eben gesund sind, so kann sich auch die Community verhalten. Mit Noisebridge war zum Beispiel das Problem, gab es eben Leute, die da einfach nicht wirklich hingehörten, und wir haben jetzt versucht herauszufinden, wie identifiziert man die. Bei den Mentoren haben wir dann benannt, dass wir Leute zum Beispiel Greeder nennen, also so gierige Leute oder und wir haben eben versucht, die Leute, die bisher immer nur davon abgegriffen haben, dass wir versucht haben, die zu integrieren und dazu zu bringen, auch zu der Community etwas beizutragen. Das Neustart-Pattern. Diese ganzen Pattern, über die ich spreche, zum Beispiel bei Noisebridge, die sind auch interessant für andere. Was eben Probleme lösen kann, ist zum Beispiel das Reboot-Pattern. Was ist, wenn es dort Leute gibt, die was sich dort übernachten, die kümmern sich nicht mehr um die Sachen, müssen eine Dreiviertelstunde aufräumen, damit das irgendwie wieder ordentlich aussieht. Leute, die nicht dazugehörten, kamen, und andere sind gegangen. Aber überlegten wir eben, das, was eben gewirkt hat, wir haben einfach gesagt, wir fahren den Hackerspace runter und starten ihn neu und lassen nur Leute dazu, die helfen, den Hackerspace neu aufzubauen. Und das war großartig und hat geholfen. Und wir hatten nach diesem Neustart Lasers und LEDs, und es war großartig. Und dann haben wir eben damit sichergestellt, dass die Leute, wir haben dabei eben auch einige Leute eben herausgekickt, die eben schädlich für die Community waren. Ja, ein paar Bilder, wie das in Noisebridge aussah vor dem Reboot, während des Reboots. Wir hatten jetzt sieht man, dass das wieder eine sehr aufregende, tolle Community ist. Und das sieht jetzt wieder gut aus. Jetzt habe ich einiges gezeigt, was ich so gesammelt habe. Also ja, nur ein kleiner Vorgeschmack von den ganzen Dingen, die ich gesammelt habe. Design Patterns, die man Hackerspaces gesund halten kann. Ich glaube, es gibt für die Hackerspace in der Welt immer noch mehr universelle Patterns, über die man nachdenken sollte. Und es gibt auf jeden Fall auch verschiedene passende Teilmengen. Das würde ich gerne in einem Workshop nach diesem Talk für alle, die interessiert sind, nochmal genauer angehen. Ich werde auch die Slides zu diesem Talk gleich nochmal online stellen. Die Welt braucht, finde ich, Hackerspaces. Wir müssen Dinge erschaffen und wir brauchen Gemeinschaften, und Hackerspaces bringen beides zusammen und machen diese Dinge für andere verfügbar. Die meisten in diesem Zelt haben wahrscheinlich diese Möglichkeit, Hackerspaces zu besuchen. Vielleicht haben einige von uns sogar welche mitgegründet. Und wenn wir jetzt anderen Leuten helfen könnten, die sowas starten möchten oder sowas besuchen möchten, haben am Ende idealerweise alle 7 oder 8 Milliarden Menschen in der Welt diese Möglichkeit. Ich weiß nicht, was dann passieren wird, aber ich denke, es wäre sehr, sehr cool, das zu versuchen, das zu schaffen. Das ist jetzt quasi der Flyer für den Workshop später. Ihr seid herzlich eingeladen, nachher zu Nope Village zu kommen, zu Norton's Obscure VG Embassy. Und wenn ihr über Hackerspace Design Patterns 2.0 reden möchtet, kommt bitte vorbei, lasst uns darüber reden. Außerdem wurde Hackerspaces.org über die letzten Jahre so ein bisschen vernachlässigt.
Und ich denke, es ist immer noch eine ziemlich tolle Ressource und wir sollten ein bisschen mehr Energie da reinstecken, um das für die Zukunft besser zu machen. Wir haben im NOPE auch dazu einen Talk heute am Sonntag um 19 Uhr. So. Das ist alles von mir erstmal. Wenn ihr mich beim Camp kontaktieren wollt, hier ist die relevante Information. Wenn ihr mich aus irgendwelchen Gründen irgendwann kontaktieren wollt, hier ist die relevante Information. So, danke nochmal, dass ihr zu so einer unfassbar frühen Zeit da gewesen seid. Dankeschön für diese Präsentation. Wir haben noch 2 Minuten für Fragen. Wenn jemand Fragen hat, dann kommt bitte zu den Mikrofonen. Die hier rechts und links in den Gängen stehen. Und danach haben wir diesen 3-Stunden-Workshop. Gibt es Fragen? Scheinen alle noch zu schlafen. Kommt gerne zu NOPE. Das ist eine Frage. Hey Mitch, wie geht's? Ich bin sehr froh zu sehen, dass Hackerspace is the Dog und die Design Patterns jetzt ihren eigenen Reboot bekommen. Und es war eine tolle Präsentation und ich stimme vielen von dem zu, was du gesagt hast. Eine der Sachen, die ich mich selber frage, ist, wie schaffen wir diese speziellen Dinge? Du weißt ja, als Hacker suchen wir immer den einen Ring oder die Top-3-Prinzipien, wie man Dinge tun soll. Aber Menschen sind natürlich verschieden und sind besonders in verschiedenen Teilen der Welt, haben sie sehr verschiedene Vorstellungen. Und die Art, wie wir uns in Gemeinschaften stärken können, wird auch unterschiedlich aussehen. Deshalb, wenn du vielleicht Städte und eher ländliche Gegenden vergleichst oder verschiedene Teile der Welt, welche Design-Patterns sind da vielleicht passend oder weniger passend? Zum Beispiel im Nahen Osten oder in Gegenden, wo Menschen die Sachen bauen, anderen Leuten Angst einjagen oder so. Aber kannst du dazu generell was sagen, wie die Kategorien sind oder so? Ja, danke. Das ist Bilal. Er reist um die Welt und hilft Hackerspace beim Aufbau. Er hat sich jetzt gerade viel mit Belize beschäftigt. Und ja, ich habe jetzt nicht unbedingt Unterkategorien, die ich vorschlagen könnte an dieser Stelle. Sicherlich ist der Unterschied zwischen reichen städtischen Gegenden und nach industriellen Gegenden in Nordamerika, weil sie natürlich ihre eigenen Probleme und ihre eigenen Assets auch haben. In Asien ist es auch wieder anders. Ich glaube, dass es manche Patterns gibt, die für alle Communities passen. Auch Hackerspaces. Und die generell hilfreich sein können, wenn Menschen versuchen, eine Community zu formen oder zu verbessern. Aber ja, das ist genau, wie ich die Konversation anfangen möchte. Wir können direkt hier nach im NOPE Village anfangen. Alle, die interessiert sind oder auch nur neugierig sind, einfach nur zuhören wollen oder auch irgendwas auf der Seele liegt, was ihr unbedingt loswerden wollt, kommt einfach, lasst uns darüber reden, lasst uns Notizen machen und lasst uns diesen Ball ins Rollen bringen. Eine weitere Frage noch, weil die Zeit relativ knapp ist. Mich interessiert, Ideen, wie man diese Diskussion anfangen kann. Zum Beispiel gibt es dort eine Mailinglist oder ein Wiki. Wo starten, führen wir die Diskussion, ist die Frage. Ich wollte die Diskussion an diesem Workshop auf NOPE anfangen. Hackerspaces.org ist natürlich ein großartiger Ort für den Anfang. Wir hoffen, dass wir noch mehr Leute motivieren können, daran
teilzunehmen und hackerspace.org am Leben zu halten und weiterzuführen. Was ein bisschen unangenehm ist, ist, dass wir in der Woche vor dem Kongress die Mailingliste hackerspaces.org war down. Und ja, das ist schwierig. Da sind die Leute und bereit, was zu tun, und die Mailliste ist unten. Vielleicht ist hackerspaces.org der beste Ort, um diese Informationen zu sammeln und von dort aus zu verteilen. Das ist das, worüber ich erstmal nachgedacht habe. Vielen Dank erstmal.